Moinski, Leute, und willkommen zu einem kleinen Vlog. Das ist komisch, auch für mich, weil ich mache sehr selten Vlogs. Aber ich habe auch eine coole Idee, und zwar habe ich auch einen kleinen Prank geplant. Ich werde so ein paar Tage filmen, keine Ahnung, was daraus wird. Und ich werde dieses Wochenende auf die Gamescom gehen. Da werde ich natürlich auch ein bisschen filmen, Leute. Aber jetzt zum Prank. Und zwar habe ich mir selbstklebende Tattoos bestellt. Keine Ahnung, warum. Aber ich habe mir auch so eine Holzaxt bestellt. Die werde ich hier so irgendwie auf den Arm drauf tätowieren. Und dann werde ich das Ben zeigen. Und dann warten wir auf seine Reaktion. Ich werde das auch noch anderen Leuten zeigen, aber das sind Überraschungsgäste, Leute. Also, wir nehmen uns eine Bastelschere. Und dann werden wir das erstmal hier auscutten. Da haben wir es. Und dann werden wir das auf unsere Haut machen. Und dann müssen wir da Wasser drauf machen. Ich habe mal einen TikTok gesehen, da stand, man soll das immer in die Richtung machen. Also machen wir es jetzt einfach so hier rauf. Und jetzt kommt hier ein bisschen Water drauf. Habe ich hier alles schon vorbereitet, Leute. Hol Wasser. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon abmachen soll oder nicht. Wow. Oha. Es klebt, Leute. Es klebt. Das Problem ist, diese scheiß Haut darauf klebt auch. Ich sehe aus wie eine Oma. Ich hätte das irgendwie besser ausschneiden sollen. Okay, wir gucken mal. Oh ja, es geht ab. Es geht sehr gut ab. Die Axt ist auf dem Arm. Na, seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Ich werde jetzt zum Hockey fahren. Bin ehrlich gesagt noch ein bisschen zu schüchtern, um das zu filmen. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst ein Like oder ein Abo da oder einen Kommentar am besten. Weil dann weiß ich, ob sich das lohnt oder nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Also erstmal zum Hockey. Let's go. 2000 Jahre später. Ich habe jetzt voll vergessen zu filmen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf der Gamescom. Ich warte hier gerade auf EPU und mir ist nicht passiert. Bin in Köln angekommen. Yeah, yeah, yeah. Wir sind jetzt raus aus der Gamescom. Ich habe gar nichts gefilmt. Wird ein 3-Minuten-Vlog, aber egal. Und mit wir meine ich Ibra. Es ist am Start und jetzt muss ich ihr was Cooles zeigen. Ich glaube, sie hat es den ganzen Tag noch nicht gesehen. Und zwar, was hältst du davon? Lol, ist das echt? Nee, das ist nicht echt. Ja, Mist. Ich hab nicht cool. Ich hab noch vor, Ben anzurufen und zu sagen, guck mal, ich habe ein Tattoo. Und bei Anruf ist es, glaube ich, ganz gut, weil da kann man nicht so gut checken, ob das real ist oder nicht. Lass ein Like da oder so. Oder ein Abo. Dann haben wir die 1 Million. Wir sind jetzt 2 Wochen später. Ich habe ehrlich gesagt komplett vergessen, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier gleich beim Hockey. Dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ob ihr wollt oder nicht. Morgen zeige ich Ben das Tattoo. Das Tattoo, Leute. Bin schon sehr gespannt, wie er reagieren würde. Aber erstmal ein bisschen sporteln. Moin, fast hätte ich euch im Auto vergessen. Training ist jetzt durch. Ich habe mich wieder nicht getraut zu filmen. Und jetzt gibt's erstmal Chicken Nuggies. Die Chicken Nuggies! In Veggie natürlich. Und guckt euch mal dieses perfekte Mayo-Häufchen an. Und ja, das ist ein Weihnachtsteller. Aber egal. Wir sind wieder back zu Hause. Und Leute, heute ist es soweit. Heute werden wir Ben pranken. Mit dem Tattoo-Prank. Wir werden jetzt diese braune Axt hier ausschneiden. Und dann werden wir Ben pranken. Oh mein Gott, Leute, ich habe es so lange vor mir hergeschoben. Weil, keine Ahnung, in Minecraft ist das total easy, Ben anzulügen. Da lüge ich ja quasi ihn nicht an, ne? Das ist ja meine Minecraft-Figur. Aber hier muss ich ihn so abnormal selber anlügen. Und weiß ja nicht. Naja, egal. Wir müssen uns wieder diese Axt hier ausschneiden. Sehr eng. Ansonsten sieht man hier diese Ränder. Ich glaube, ich finde es doch besser, wenn ich es mir so aufklebe. Das hat mich voll genervt. Aber das muss jetzt sehr mittig sein. Ansonsten riecht Ben den Braten. Wasser haben wir hier, ein Tuch haben wir auch. Okay, gut, dann geht's jetzt los. Alright. Wir versuchen es so mittig wie möglich aufzukleben. Dann holen wir uns jetzt schnell Wasser. Schnell, 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 Leute. Schön tupfen. Schön abtupfen auch wieder. Hier unten auch schön tupfen, damit die ganze Axt in voller Pracht erscheint. Okay, wollen wir es jetzt abmachen? Ich glaube, wir machen es jetzt ab, oder? Gucken. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Uhu! Uhu, Leute! Guckt es euch an! Da ist die Axt. Ja, sieht cool aus.
Oh, das sieht richtig nice aus. Oh mein Gott. Ich glaube, der wird uns das abnormal glauben. Ich habe gerade was gesucht. Und zwar habe ich hier dieses kleine Fläschchen gesucht. Das muss ich nämlich jetzt hier raufsprühen. Dann ist das so ein mattierter Effekt. Also sieht das dann richtig aus wie ein Tattoo, okay? Wir sprühen mal rauf. Oha. Boah, ich habe das eingeatmet. Holy moly, das ist ja richtig krass. Hallo. Boah, sind die gelb. Hier, pass auf. Ich muss dir was. Jetzt muss ich mir die ganze Zeit meine Zähne verstecken, weil die so gelb sind. So, okay, pass auf. Bist du ready, Bombetti? Oha, was ist das? Ein Tattoo. Ist es klar, was kein echtes, oder? Doch, ich hab's Pro auf der Gamescom schon gezeigt. Nein, das ist safe kein echtes. Kacke! Das sollte ein Prank werden, Alter. Nicht mit mir, Lina, ich hab das genau durchschaut. Da tätowiere ich mich halt noch mehr. Och, Mann. Du hättest vielleicht keine Holzachs nehmen sollen. Ja, ich wollte halt, dass es super hässlich aussieht. Also, so mäßig hässlich. Aber nicht so hässlich, dass du denkst, das würde sie sich niemals tätowieren. Aber schon so ein bisschen auf hässlich angelehnt. Damit du sagst, Lina weiß ja nicht. Oder, boah, sieht mega geil aus. Hä, du hast das schneller gecheckt als Ebro, obwohl ich das Ebro wirklich in Real Life gezeigt habe. Ja, Digga, also, es war halt eine Holzaxt. Hätte ich eine Dia-Axt nehmen sollen? Es hätte irgendeinen Sinn haben müssen, vielleicht ein Hä, Dia Minecraft-Holzaxt mit mir? Ich bin Baro-Expertin. Ach so, deswegen glaube ich, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, moin. So, Leute, wir haben noch ein paar Tattoos übrig und deshalb machen wir die jetzt alle auf unseren Körper. Wir gehen all in. So, Leute, das Tattoo hier, das machen wir uns jetzt auf dem Hals. Ben hat gesagt auf der Stirn, aber ich sehe mich da eher auf dem Hals und Stirn nur bei einer ultra krassen Challenge, die ich verliere. Und jetzt muss das perfekt mittig sitzen. Alright, und jetzt müssen wir es ankleben. Ben, Bruder, es ist komplett schief. Ich krieg keine Luft, es klebt sich an. Ich glaube, es ist angeklebt. Es fühlt sich auch gerade voll unangenehm hier so an am Hals, weil es so voll den Hals so klebt. Ich versuch's mal abzumachen. Oh mein Gott. What? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Weiß ich nicht, Leute. Wir machen noch mehr Tattoos auf den Arm. Ey Leute, wenn ich die Fritte hier unten hin mache, würde nice aussehen. Ich mach's. Das zweite Tattoo ist drauf. Gar nicht mal so bad, Alter. Oh mein Gott. Als nächstes machen wir hier so einen Lucky Block auf den Arm. Jetzt machen wir den Arm komplett voll, weil ich glaube, für Gesicht haben wir nichts mehr. Das ist alles leider ein bisschen zu groß. Ich sehe gerade, oh Mann, ich habe gerade aus Versehen eine Fritte beschmiert. Schade. Macht aber nichts. So, den Lucky Block klatschen wir möglichst weit außen hin. Ich würde sagen, hier schön weit außen. Und jetzt hier wieder schön das Wasser drauf. Ich glaube, das Tattoo ist mittlerweile schon fertig, das Lucky Block Tattoo. Oh shit, es sieht fresh aus. Oh mein Gott, das nächste Tattoo. Leider ein bisschen schief geworden, aber nice. Jetzt kommt das kleine süße Schwein hier, das da. Das Schwein machen wir einfach hier so auf unser Handgelenk drauf. Dann packen wir auch noch auf die von unseren Armen den Mattierungseffekt hier drauf. Zack, zack, das stinkt übel, also nicht so krass, aber ein bisschen eklig. Und hier auch noch.